Hallöchen, herzlich willkommen zu meinem Let's Play zu der Demo von Devil May Cry. So, fangen wir gleich mal richtig an hier. Und zwar unter Aufsicht. Und ja, ich zock's jetzt einfach mal als Mensch, um euch halt immer ein bisschen zu zeigen, ohne hier gleich richtig zu failen. Was ich wahrscheinlich sowieso machen werde, aber egal. Es geht ja schließlich um Spielspaß. Ja, ein sehr schöner Ladescreen. Einmal gar nicht lang dauert. Na, komm schon. Disgusting, degrading, and generally nauseating. The worst of them is Dante. The whole world would benefit greatly by his non-existence. Who are you? What do you want? I'm with an organization called The Order. Heard of it? Something to do with that masked freak on the net? That's my boss. Wonderful. Can't wait. Dante, it really is you. My name is Virgil. You don't remember me. You're my brother. Your twin brother. I've been looking for you for a long time now. 9 millennia ago, one demon rose through the ranks to take power over the Dark Hordes. The strongest, the cruelest. Mundus. So, Mundus killed our mom and imprisoned our dad? Yes. And we're the offspring of angels and demons. Demon father, angel mother. We are Nephilim. The only ones that can slay the Demon King. How? Sehr ungesund. Unauffällig bleiben. So viel zum Thema unauffällig. Oh, komm schon. Und da geht's gleich richtig los. Um alles kaputt hauen. Die Kamera hat dich bemerkt. Sie müssen nach dir auf der Suche sein. Sie ausschalten. Ich weiß. Und gleich gibt's Ärger. Ich bin mir nicht sicher. Dann geh. Drücke 3, um anzugreifen. Die 1 passt auch so. Alles klar. Und wenn er jetzt rumballern. Ja, spielt sich schon mal richtig geil. Nicht schlecht. Ja, mit dir kannst du schießen. Alles klar. Die Sense ist nicht schlecht. Kann man so richtig schon alles niedermetzeln. Ah, das gefällt mir. Ach. Was auch immer das ist. Ein fette Sensor oder so. Nicht schlecht. Ich komme gleich rauf und reiß dich in Stücke. Okay. Kommen wir jetzt da rauf? Mal gucken. R2 und Viereck. Ja, ist schon mal nicht schlecht. Da haben sie sich gut was einfallen lassen.
Ah, Doppelsprung kann auch wieder. Hey, na, Schlangenauge. Schön, das gefällt mir. Sehen, dass das passiert ist. Die Stadt selbst versucht, dich aufzuhalten. Super. Virgil hat mir die Standorte der Kameras geschickt. Wir sollten sie besser umgehen. Folge mir. Würde mich mal interessieren, was das für eine Tussi ist. Ach, da geht's ja doch. Oh, ein Kupferschlüssel. Wow, guck mal hin. Mal gucken, was es bringt. Sehr bizarre Umgebung. Ein kleiner Lebensstern. Ja, mal gucken, vielleicht brauchen wir den irgendwann. Da kommen wir anscheinend nicht weiter. Das kaputt haben, so wie sie es gehört. Was zur Hölle? So, wie schnell wiederholt Fjell, um die Mondscherben zuzuschießen. Alles klar, dann machen wir das mal. Gar nicht mal schlecht, Mädels. Okay, ich hätte vielleicht doch ein bisschen schwieriger einstellen sollen. Aber egal. Jetzt ja ein X. Ah, stylisch. Was sind das für kleine ekelhafte Biester? 2 und 4. Ah, stirb! Okay, jetzt haben wir schon. Na komm hier, ein Stück Scheiße! Haha! Also diese Axt gefällt mir sehr gut. Ah, perfekt. Die Sand ist auch nicht schlecht. Hm, anscheinend war's das. Na komm. Oh, schreit hier komisch. Na komm schon, springen wir auf. Hm, was ist das denn? Na verdammt. Verlorene Seelen. Alles klar. Dann versuchen wir alle einzusammeln. Was machst du da hinten oben? Ah, oh, bleib drauf stehen. So. Ach, da geht's auch weiter. Gucken wir mal hier an alles. Natürlich alles kaputt machen. So wie es gehört. Ja, ein Silberschlüssel. Interessant. Mal schauen, was die Schlüssel uns so bringen werden. Jetzt zu diesem Teil da drin. Der ist auch Geschichte. So kleine Insekten hier.